Und da fällt mir gerade ein, wenn ich schon die Kamera gerade in der Hand habe, habe ich ja ganz vergessen zu berichten, wie meine Nacht gewesen ist. Boah, da hatte ich schon besser geschlafen, muss ich sagen. Es ist halt doch so ein bisschen, man hockt halt schon arg auf dem Präsentierteller. Ist zwar niemand vorbeigekommen des Nächtens, aber kurz nachdem ich euch quasi gesagt habe, dass ich jetzt aufgestanden bin und noch mich ganz kurzes Päuslein noch einlege, bevor ich hier weiter zusammenpacke und so weiter, ist auch schon der Erste aufgekreuzt, auf den kleinen Aussichtsturm gestiegen und hat laut Hallo gebrüllt, woraufhin ich mit Guten Morgen reagiert habe und der einen schönen Schreck gekriegt hat. Hat er mich noch nicht gesehen. ja, jedenfalls, ja, wie gesagt, ich habe schon besser geschlafen. Ist für mich immer wichtig, dass ich einen Lagerplatz habe, wo ich mich halt gut geschützt, nicht gut geschützt im Sinne von vom Wetter und so weiter und so fort. Also das ist natürlich auch wichtig, klar. Aber das war ich ja eigentlich. Sondern mehr so vor Leuten, die vorbeikommen. Ist halt einfach so eine psychische Sache. Da werde ich mich wahrscheinlich auch nicht dran gewöhnen. Immer wenn ich die erste Nacht draußen penne, also die erste von vielen, schlafe ich meistens nicht so wirklich gut. Seltene Ausnahmen gibt es, und zwar dann, wenn ich da penne, wo ich mich schon auskenne, also bei meinem heimischen Wald. Das ist dann was anderes. Jo, so viel zum Nachtbericht. Und es gab dann tollen Vollmond und auch einen sehr schönen Sonnenaufgang, den ich ganz kurz beim Austreten dann auch mal genießen konnte. Habe dann aber beschlossen, na, geh ich lieber wieder pennen. Ja, also das wäre der Mummelsee. Ist inzwischen ziemlich touristisch überrannt und da hinten kann man sehen, ich laufe jetzt nicht hin, dass das Ding inzwischen auf einem Bohlenweg umgangen werden kann. Der mir persönlich ein großer Dorn im Auge ist. Bevor es diesen Bohlenweg gab, der richtig, richtig breit und quasi eine Autobahn ist, gab es da so einen kleinen schönen Trampelpfad, wie quasi auch große Teile des Westwegs. Und da war das Laufen einfach erheblich angenehmer. Und da hatte er wirklich so ein bisschen was Sagenhaftes, auch wenn man ihm angeblich diese Eigenschaft heute auch noch zuspricht. Ist ganz interessant, das ist der größte Karsee weit und breit und hat viele entsprechende Geschichten eben auf Lager, was da schon so alles passiert sein soll am See. Aber wie gesagt, touristisch inzwischen ja, etwas, ja, da muss ich nichts zu sagen, glaube ich. Ich erzähle euch dann unterwegs noch ein bisschen zu den Sagen. So, Ben hat nun alles, was Ben begehrt. Leckeres Schwarzwald-Holzofen-Speckbrot mit Speck, also mit noch mehr Speck. Schwarzwälder Schinken ist einfach delikat und das ist wirklich original Schwarzwälder Schinken. Das mag hier ein Touristenschuppen sein, die ganze Mummelseeanlage, aber das Speckbrot ist wirklich ausgezeichnet und der Schinken ebenfalls. Kostet auch ein bisschen Geld, aber das werde ich mir sehr schmecken lassen auf den weiteren Verlauf. Und es gibt natürlich auch einen Brunnen, den ich genutzt habe, um hier einen Energy Drink zu produzieren. Wird mir auch gut tun und dann geht es nachher da hinten weiter. Aussicht haut einen jetzt zwar nicht vom Hocker. Und das hier ist auch die Schwarzwald-Hochstraße, gerade am Mummelsee entlang. Werdet ihr also auch nicht unbedingt meine Ruhe haben, aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt hier ein zünftiges Frühstück. So. Ja, und da hatte er weniger Brot und weniger Speck. Aber dafür geht es ihm jetzt gut. Ich muss allerdings zugeben, ein 100%ig authentisches Schwarzwälder Vesper ist das hier jetzt nun auch wieder nicht, weil da hat man noch ein Brettle. Und schneidet seinen Speck auf dem Brettle selber klein. Also der Speck ist dann am Stück. Und demzufolge, ja, aber lecker ist trotzdem. Jo, und ich muss euch leider schon wieder mit so einer ollen Aussicht nerven. Ich weiß, es ist schlimm. Die sind hier einfach überall, die ollen Aussichten. So, jetzt muss ich mal hier irgendwie was erkennen auf dem Display. Ist leider ein bisschen hell gerade. Aha,
Bingo. Das da ist der Ruhestein. Also ich hocke hier am sogenannten Lothar-Denkmal. Und der Ruhestein eben, also der nächste, ja, größere Zwischenstopp in Anführungszeichen, wo man auch was zu essen kriegen kann, also Mittagessen. Übernachten kann man da allerdings nicht. Das ist halt eben dieser hier. Und da im Dachboden, also das oberste, was da zu sehen ist von diesem doch recht hohen Gebäude, da habe ich mal eine Zeit lang gehaust, weshalb ich mich hier in der Gegend auch einigermaßen gut auskenne. Und da hinten haben wir nun unten einmal den Mummelsee und hier oben die Hornisgrinde mit dem recht ja, neuen Aussichtsturm. Die Gebäude davor, das sind noch alte Kasernengebäude aus der militärischen Vergangenheit der Hornisgrinde. Mein Schlafplatz war ja, 200 Meter hinter dem Turm ungefähr, also dann nochmal auf dem Gipfelplateau. Das ist halt das Schöne bei diesem Höhenweg hier im Schwarzwald, dass man so schön sehen kann, woher man gekommen ist und wie weit man schon gelaufen ist an dem Tag. Jawohl. Und der Ort, an dem ich hier stehe, das ist das Lothar-Denkmal. Das Teil ist durchaus praktisch, wenn man da hinten im Ruhestein wohnt, um hier dann mit irgendwelchen neuen, weiteren Ruhesteinbewohnern am Tage deren Ankunft traditionell hochzulatschen, um runterzugucken in diese Aussicht. Also zumindest früher haben wir das immer so gemacht. Ich weiß nicht, wie das jetzt gehandhabt wird. Sieht auch gerade bei Nacht spektakulär aus, weil dann halt sämtliche Lichterchen angehen in den ganzen Häusern. Sehr, ja, gemütlich und kann auch durchaus für romantische Zwecke missbraucht werden. Zumal man ja irgendwann zurück muss durch den bösen, dunklen Wald. Nicht, dass ich da irgendwelche schlimmen Dinge vorhätte. Im Gegenteil, da kann man dann so richtig schön so beschützermäßig auftreten und so weiter. Na. So, also hier sind wir jetzt auch wieder in so einem typischen Bereich, in dem ich im Prinzip schon gerne mal was gefilmt hätte. Das Problem ist nur, dass hier auch wieder ein wahnsinniger Erholungsdruck auf der Landschaft liegt und hier ganz viele Leute rumkreuchen. Eben habe ich euch da gerade ein Schild gezeigt, schwieriger Abstieg zum Wildsee. Den sehen wir gleich noch von oben. Wer da wirklich runterdappen möchte, der muss damit rechnen, dass dieses Schild gar nicht so sehr übertrieben ist. Das ist schon wirklich ein relativ raues Fädchen, beziehungsweise offiziell heißt es Wildsee-Wegele. Und ja, dauert ungefähr eine halbe Stunde runter und je nach Kondition 45 Minuten hoch, geht auch bedeutend schneller runter. Wenn man super trittsicher ist, dann kann man da quasi runterschweben. Ich kann das. Ich bin da auch schon ganz oft runtergelaufen. Also demzufolge zählt das nicht. Ja, hier kenne ich mich jetzt also wirklich schon ziemlich gut aus. Deshalb bin ich von der Gegend nicht ganz so begeistert, wie ich angesichts der Kulisse vielleicht eigentlich sein sollte. Das hier ist Deutschlands ältester Bannwald. Eins der ältesten Naturschutzgebiete überhaupt. Seit 105 Jahren wurde jetzt in diesem kleinen Waldstück hier forstlich überhaupt nichts mehr gemacht. Und das ist schon was Besonderes. Ja, natürlich ist sämtliche Filmerei hier von regelmäßigen Störungen durch andere Wanderer unterbrochen. Nicht, dass ich das denen vorwerfen möchte. Nervig ist trotzdem. Wir haben es hier mit einem sehr naturnahen, in Anführungszeichen, also sagen wir mal eher einem sehr alten Fichtenwald zu tun, der aber eben nicht standörtlich hierhin gehört. Deswegen habe ich persönlich in diesem Bannwald hier immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Klar ist das ein sehr alter Waldbestand, in dem man ganz tolle Totholzstrukturen entdecken kann und überhaupt die Zusammenbruchphase eines Waldes mal mitbekommt. So die Ansätze davon. Ist noch lange nicht so, dass das ganze Ding jetzt hier komplett zusammenfällt. Es gibt auch jede Menge Käferbäume, die sich der Borkenkäfer geholt hat,
die dann als weiße Grippe in der Gegend stehen. Sehen wir gleich alles noch. Das sind schon alles besondere Dinge, die man nicht oft sieht und die das Herz des Naturschützers, Biologen, Försters und so weiter und so fort durchaus höher schlagen lassen. Für mich persönlich immer ein kleiner Wehmutstropfen, dass es halt trotzdem, auch wenn es ein sehr, sehr, sehr alter Wald ist, der schon lange, lange unter Schutz steht und machen kann, was er möchte, sich natürlich entwickeln, halt eben immer noch ein ganz überwiegend Fichtenwald ist. Was allerdings an jungen Bäumen durchkommt unten, gibt Grund zur Hoffnung. Ihr seht es hier auch gerade so am Seitenrand, dass immer mehr Eberesche dabei ist, immer mehr Birke dabei ist und einfach die natürliche Vegetation langsam zurückkehrt. Ja, und von hier jetzt nun der Blick auf den Wildsee. Also wenn ihr euch mal die Wände des Kars, das ist auch wieder ein Karsee, anschaut, werdet ihr relativ bald feststellen, dass es da doch die eine oder andere abgestorbene Fichte dazwischen gibt und da hinten auch jede Menge Totholz am Boden rumliegt. Das ist halt eben, wie gesagt, ein naturnaher Fichtenwald auf falschem Standort. Also eigentlich ist es eher so ein, man könnte es als Experiment bezeichnen, was mit einem völlig falsch hier hingepflanzten Fichtenwald passiert, wenn man den 100 Jahre lang nicht durchforstet. Es entsteht schon eine in gewisser Weise an einen Urwald erinnernde Struktur, aber es ist halt eben von der Baumartenzusammensetzung überhaupt nicht das, was sie natürlicherweise stehen würde, sondern ja, man muss es wirklich als einen Wirtschaftswald im natürlichen Zusammenbruch sehen. Dann hat man hier auch Freude. Nur aber eben diesen Charakter, dass das Ding ein Urwald sein soll, das würde ich ihm absprechen wollen, weil normalerweise müsste hier Buche stehen und das sind dann schon nochmal ganz andere Waldstrukturen, Buche mit Tanne drin. Ziemlich viel Tanne inzwischen übrigens auf der Höhenstufe. Wir sind hier auf, ich glaube, ein bisschen über 800 Meter. Dass es hier übrigens so eine schöne Aussicht gibt, liegt daran, dass hier der Wald auch weggeschlagen wird. Das ist eine der wenigen Stellen, wo forstlich ein bisschen was gemacht wird, damit man eben den Blick auf den See hat. Und siehe da, kaum gibt es Eingriffe in diesem Wald und die Fichte kommt eben nicht mehr hoch. Stehen die Chancen für die Buche, sich hier wieder auszubreiten, erheblich besser. Und da ist er auch schon. Also nebendran quasi von diesem kleinen Schlag kommen langsam die Laubbäume zurück. Da drüben wieder Sorbus ocuparia, die Vogelbeere oder eben Eberesche. Die ist auch ein typischer Pionierbaum und sobald in so einer Landschaft die Fichte mal aus irgendwelchen Gründen weg ist, auch auf Flächen, von denen die von Lothar gefällt wurden, kommt die halt sehr schnell angesamt und breitet sich dann auch aus. Die hat eine sehr hohe Ausbreitungsfähigkeit, also in der Distanz, weil sie halt eben auf Zoochorie setzt. Das heißt, sie hat essbare Samen, die dann von irgendwelchen Vögeln gefressen werden, fröhlich vor sich hin verdaut werden und der unverdaubare Rest, der eigentlich für die Pflanze am wichtigsten ist, weil da eben der Embryo drin hockt, der kommt dann irgendwo ganz woanders hinten wieder raus beim Vogel. Das da unten ist auch dieser kleine Strand, den man da sehen kann. Ich möchte jetzt nicht weiter ranzoomen, weil da gerade Leute sind. Ist so der einzige Bereich, den man vom Wildseeufer betreten darf. Das ist auch gut so, weil das Ufer ist wirklich weitestgehend noch ein völlig natürliches Karseeufer, ganz unberührt. Es lohnt sich enorm, darunter zu dackeln. Ich war da aber schon so oft und muss heute noch so viel weiter, dass ich diesmal keine Lust habe. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Aber irgendwann gehe ich euch da mal runter und filme auch da unten mal ein bisschen. So, und dann noch ein paar Worte zu dem Grabstein, den ich euch auch eben gerade gezeigt habe. Das ist das Euting-Grab von, ich glaube, Julius Euting heißt er. Der war ein großer Fan dieses Waldes hier und hat mit ganz viel juristischen Quälereien und Firlefanz und Komplikationen es dann irgendwann doch geschafft durchzusetzen, dass er als angesehener Professor für Orientalogie oder so ähnlich, also alles, was mit dem Orient zu tun hat, dann eben diese Extrawurst in Anführungszeichen bekommt und hier beerdigt werden darf, noch zu Lebzeiten, also wirklich schon einige Jahre vor seinem Tod hat er das durchgesetzt und weil er halt eben durch seine Orient-Fixierung, nenne ich das jetzt mal, ein großer Fan von Mokka war,
gibt es jetzt von der Julius-Euting-Stiftung jedes Jahr zu seinem Todestag. Deshalb müsst ihr euch dann nochmal diesen Grabstein genau angucken. Da steht der Todestag auch drauf. Oder war es der Geburtstag? Leider weiß ich nicht mehr, welches von beiden. Man müsste mal an beiden Daten hier aufkreuzen. Aber wer an einem dieser beiden Tage, an dem der Mockertag ist, vorbeikommt, der bekommt hier von der Julius-Euting-Stiftung einen Mocker ausgeschenkt. Einen original orientalischen. Ich weiß es nicht, aus welchem Land exakt der dann stammt. So, noch ein paar hundert Meter gehe ich weiter und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zum Bannwald aus der Nähe. Das war ja gerade eben nur die Fernansicht.